Hattet ihr in letzter Zeit auch mal Angst? Bestimmt, und damit seid ihr nicht allein. Angst ist nämlich ein ganz normales und durchaus sinnvolles Gefühl, solange sie nicht überhand nimmt. Manche Menschen empfinden zum Beispiel Panik beim Anblick von Spritzen und lassen sich deshalb nicht impfen. Dann kann übermäßige Angst auch gefährlich für die eigene Gesundheit werden. Wird diese Angst übermächtig, sprechen Forscherinnen und Forscher von einer Phobie. Aber was ist das eigentlich genau? Ist Angst immer was Schlechtes? Ab wann entwickelt sie sich zu einer krankhaften Angststörung? Was kann man dagegen tun und was hat das alles mit Virtual Reality zu tun? Das wollen wir uns in diesem Video hier genauer anschauen. Bevor wir euch zeigen, was ihr gegen Ängste machen könnt, müssen wir zuerst mal die Frage klären, warum Menschen überhaupt Angst haben. Und da muss man sagen, Angst ist erstmal nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Evolutionär betrachtet hat Angst sogar einen ziemlich großen Vorteil. Sie hindert uns daran, gefährliche Dinge zu machen. Durch sie erkennen wir eine Bedrohung und unser Körper reagiert darauf. Unser Herz pocht laut, wenn wir im Keller plötzlich das Licht ausgehen sehen und wir bekommen weiche Knie und schweißnasse Hände, wenn wir von einem hohen Turm in die Tiefe schauen. Große Tiere können uns Angst machen oder auch ganz kleine. Entscheidend ist, dass unser Körper die Situation als Bedrohung einschätzt. Meistens ganz intuitiv. Angst ist also ein überlebenswichtiges Gefühl, das uns schützt. Innerhalb von Sekundenbruchteilen sind wir in Alarmbereitschaft. Unser Herz schlägt schneller, unser Körper schüttet Adrenalin aus, wir weichen einen Schritt zurück. Zurückhaltung und Alarmbereitschaft sind ganz natürliche Angstreaktionen. Wir vermeiden das, was uns Angst macht und sind bereit, die Flucht zu ergreifen, wenn es richtig gefährlich wird. Aber was, wenn wir Ängste entwickeln, obwohl keine objektive Gefahr besteht? In manchen Situationen packt uns die Angst, ohne dass sie durch eine ernstzunehmende Gefahr gerechtfertigt wäre. Zum Beispiel, wenn jemand Angst vor Haaren hat. Die Psychologinnen und Psychologen nennen das Ketophobie oder vor der Zahl 13. In der Fachsprache heißt das Triskaidekaphobie. Manche haben auch Angst vor der Angst selbst. Das nennt sich Phobophobie. Gibt's wirklich. Kommt eine solche Panikreaktion häufig vor und wird von betroffenen Personen als belastend oder auch als einschränkend wahrgenommen, dann spricht man von einer Phobie. Ein zentrales Merkmal dieser Form der Angststörung ist das Vermeidungsverhalten. Dabei gehen die Betroffenen dem angstauslösenden Objekt oder auch der angstauslösenden Situation bewusst oder unbewusst aus dem Weg. Mal ein Beispiel. Solange nur mein Puls steigt, wenn ich in den Keller gehe, ist alles okay. Wenn ich aber nicht mehr in den Keller gehe, weil dort theoretisch eine Spinne sein könnte, dann schränkt mich das ein und ich leide darunter. Phobien schränken die Lebensqualität also enorm ein. Eine Phobie ist also eine unverhältnismäßige Angst, eine Fehleinschätzung unseres Gehirns mit unangenehmen Konsequenzen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Angst vor Spinnen, die wir jetzt ja schon mehrfach hier genannt haben. Viele von uns werden nervös, wenn sie die Tiere sehen oder wenn man nur daran denkt. Wie geht's euch denn? Keine dieser Spinnen, zumindest in Deutschland, kann uns wirklich gefährlich werden, aber trotzdem reagieren wir mit Angst oder zumindest mit Ekel. Aber ist das gleich eine Spinnenphobie? In den meisten Fällen kann man sagen, nein. Eine richtige Spinnenphobie haben in Deutschland nur rund 5%. Frauen sind davon 5-mal häufiger betroffen als Männer. Die genaue Zahl kann zwar nur geschätzt werden, Forscherinnen und Forscher vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München wollen aber mehr darüber herausfinden und haben einen Aufruf gestartet. Für eine Studie suchen sie Phobikerinnen und Phobiker, also Menschen mit einer unverhältnismäßig großen Angst vor Spinnen. Worum es in dieser Studie genau geht, das schauen wir uns gleich an, aber zuerst noch die Frage, warum sich Menschen überhaupt vor Spinnen fürchten. Forscher haben zum Beispiel die Augenreaktion von Babys angeschaut. Weiten sich die Pupillen beim Anblick einer Spinne, zeigt das, dass das Baby Angst empfindet. Auf diese Weise haben sie herausgefunden, dass Spinnenangst angeboren sein kann. Aber woher kommt diese Angst? Und wie entwickeln sich Phobien? Das wollten wir von Viktor Spormaker wissen. Es ist sehr oft so, dass man einfach das natürliche Talent hat, und irgendwann gibt es eine, naja, kritische Erfahrung. Man kann sich vorstellen, dass alle Kinder dann das gleiche Talent haben, um Angst vor Hunden oder Spinnen oder Schlangen zu entwickeln. Aber dass die Kinder, die dann zum Beispiel einmal von einem Hund gebissen wurden oder angegriffen wurden, oder die haben es gesehen, wie jemand anders von einem Hund gebissen wurde, dass da dann eher sich eine phobische Angst entwickelt, wenn danach dann auch Vermeidungsverhalten stattfindet. Wie ist es denn aus neurowissenschaftlicher Sicht, wie entsteht denn eine Phobie? Also wie eine Phobie entsteht, das wissen wir noch nicht genau, was dann im Gehirn passiert. Aber was wir wohl wissen, ist, wie Angst entsteht. Genau, also zuerst wird dann die Gefahr detektiert in der Amygdala, dieser Alarmknopf im Gehirn.
Und von daher wird es weitergeleitet in andere Regionen, im Gehirnstamm. Und dann im Hirnstamm, zum Beispiel hier, von da aus wird es dann wieder weiter projiziert, hier zu dieser Anterior Cingulate Cortex. Und auch, das kann man hier auch sehen, auch zu dieser bilaterale, nennen wir das, also an beide Seiten des Gehirns stattfindende Aktivierung in der Insula, der Inselrinde. Und in dieser Inselrinde, dass diese drei Regionen zusammen, das ist so ein bisschen das Salienznetzwerk. Was fasst jetzt meine Aufmerksamkeit? Welche Stimuli, welche Dinge in der Umgebung sind für mich sehr relevant, sehr wichtig, salient? Und diese drei Regionen zusammen sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit dann bei der Spinne bleibt oder bei diesem großen Hund, die da anstürmt, und dass man diese Aufmerksamkeit auch nicht verliert. Und man bleibt dann noch immer beim Stimulus. Also man ist gefasst oder wie kann man sagen, gefangen eigentlich vom Stimulus. Künftig sollen nicht mehr nur Fragebögen zum Einsatz kommen, in denen Betroffene subjektiv von ihrer Angst berichten, sondern seit neuestem auch Virtual Reality. Mit dieser Technik lässt sich Angst erstmals objektiv messen. Das klingt ziemlich abgefahren. Wir wollten uns das mal genauer anschauen und sind deshalb nach München gefahren, um eine VR-Studie am Max-Planck-Institut für Psychiatrie zu begleiten. Wir schauen uns heute eine ganz besondere Methode an, um Angst zu untersuchen. Florian, wie kann man denn Angst messen und was ist denn die besondere Methode? Ja, allgemein lässt sich Angst auf drei Arten erfassen. Zum einen kann ich dich einfach fragen, wie ängstlich bist du gerade oder wie viel Angst hast du vor diesem Tier? Dann messen wir auch die körperlichen Reaktionen, zum Beispiel den Puls oder wie sehr man an den Händen schwitzt. Und auch die Pupillengröße ist ein ganz guter Indikator dafür, wie viel Angst man hat. Und drittens ist natürlich auch das Verhalten ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und hier bei uns interessieren wir uns vor allen Dingen für das Vermeidungsverhalten. Um das Vermeidungsverhalten zu erfassen, haben wir hier ein sogenanntes Motion-Tracking-System. Das sind lauter kleine Sensoren, die überall am Körper festgemacht werden. Die erfassen dann die Bewegung, die werden übertragen in die virtuelle Welt und können dort zum einen dargestellt werden und zum anderen werden die auch aufgezeichnet. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass die Phobiker zum Beispiel, wenn sie die Möglichkeit haben, die Spinne ganz klar vermeiden, dass sie dazu auch bereit sind, durchaus einen Umweg in Kauf zu nehmen, also einen persönlichen Nachteil, dass sie, auch wenn die Spinne jetzt nicht wirklich relevant für die Aufgabe ist, trotzdem immer darauf fokussiert sind, dass sie allgemein mit dem Körper zu dem Tier ausgerichtet sind. Und natürlich, wenn sie die Spinne berühren sollen, zögern sie wesentlich mehr, was man auch daran sieht, dass die Bewegungen nicht so flüssig sind. Also eigentlich kann ich mich ganz gut bewegen, aber ich fühle mich so ein bisschen eingeschnürt. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ob man mich gleich am PC sieht auch. Wir haben jetzt alles weggeräumt, jetzt kann es quasi losgehen. Was muss ich denn jetzt machen oder wie geht's weiter? Genau, jetzt haben wir den Platz für die virtuelle Welt, dass du dich darin auch bewegen kannst. Dann bekommst du als nächstes die Brille auf. Dann wäre ich soweit. Wenn du auch soweit bist. Ich bin auch soweit. Würde ich auf Start drücken. Ab dann läuft alles vollautomatisiert ab. Okay. Ich laufe einfach mal außen rum, oder? Wie du möchtest. Ja. Mach ich so. Ui. Oh Gott. So, ich habe einen Kescher in der Hand. Muss ich tiefer rein? Oh. Oh, aber die springt nicht, oder? Ich kann die nicht anfassen. Oh Gott. Habe ich das Ziel erreicht? Obwohl es eine künstliche Welt ist, sehen wir hier echte Emotionen und echtes Verhalten. Jeder, der dich von außen sieht, würde ganz klar sagen, du hast Angst. Und das ist hier eben das Besondere, dass wir dieses Verhalten wirklich untersuchen können. Wir zeichnen alle Parameter auf, die gesamten Körperbewegungen, und können die dann eben später wieder analysieren, um gewisse Muster zu erkennen, wie sich jetzt Phobiker gegenüber dieser Spinne verhalten. Und da ist auch das Besondere hier, dass wir all diese Muster auch quantifizieren können. Das heißt, wir können sie in Zahlen ausdrücken.
Somit bekommen wir nachher sehr viele Zahlen, wie ängstlich eine Person in dieser Welt war oder in dieser virtuellen Welt gegenüber dieser Spinne und können daraus dann ein allgemeines Angstniveau ermitteln und das eben in einer Zahl ausdrücken. Das macht es dann auch so ein bisschen vergleichbarer irgendwie und messbarer. Genau. Insgesamt haben wir hier jetzt so einen Ablauf, der vollautomatisiert ist. Das ist für die Forschung sehr wichtig, weil man dann eine hohe Standardisierung hat. Es ist bei allen Probanden wirklich exakt gleich. Und gleichzeitig bekommen wir am Schluss quasi einen Score raus, wie ängstlich jemand ist und können somit die Angst objektiv erfassen. Was hast du denn jetzt bemerkt? Also wie habe ich reagiert und was sagt dir das jetzt? Bei der Aufgabe mit dem Berühren von der Spinne hat man auch ganz klar gesehen, dass es dir nicht leicht gefallen ist. Ja. Du hast doch sehr lang gebraucht, gezögert und auch die Handbewegung war jetzt nicht eine flüssige Bewegung, sondern einfach dieses Hin- und Herzucken. Ja, ich habe die nur schnell angetippt. Hauptsache es war vorbei. Ich sage immer, solange man irgendwie, wenn man in den Keller geht und da eine Spinne sieht, einfach nur ein bisschen einen erhöhten Puls kriegt, nervös wird, anfängt an den Händen zu schwitzen oder auch die Pupille größer wird, dann geht das Ganze noch. Aber wenn ich so eine Angst vor Spinnen habe, dass ich mich nicht mehr in den Keller traue, dann ist das Ganze halt einfach ja, eine richtige Belastung. Und noch dazu kommt, dass das Vermeidungsverhalten bei Angsterkrankungen auch zur Aufrechterhaltung der Angst beiträgt. Weil wenn ich jetzt eine Spinne konsequent immer vermeide, dann kann ich nie lernen, dass die Spinne eigentlich nichts macht, dass die komplett harmlos ist. Und somit werde ich immer die Angst aufrechterhalten. Total spannend, wie Virtual Reality für die Forschung von Phobien erstmals genutzt werden kann, um Angststörungen objektiv messbar zu machen. Aber nicht nur für Psychologen ist die Technologie interessant. Florian Binder hatte es eben schon kurz angesprochen, mit VR-Brillen können auch bei der Therapie von Phobien Fortschritte erzielt werden. Da stellt sich natürlich die Frage, sind spezifische Phobien heilbar und wie genau ist das möglich? Die Liste mit spezifischen Phobien ist lang, aber egal, ob es Spinnen, Haare oder Spritzen sind, vor denen die Patienten zurückschrecken, meistens hilft das aktive Auseinandersetzen damit, so erschreckend das zuerst mal klingt. Die Forscher des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München führen die Betroffenen deshalb langsam an das Objekt der Angst heran. Expositionstherapie nennt sich diese Therapiemethode, also die direkte, lebendige Begegnung. Und die funktioniert nicht nur mit virtuellen Spinnen. Auch echte Spritzen erscheinen nach der Konfrontationstherapie gar nicht mehr so angsteinflößend. Ist ja gerade in Bezug auf die Corona-Impfung wichtig. Deshalb hat das Max-Planck-Institut in München dafür auch ein Kurzprogramm entwickelt. In ungefähr 6 Sitzungen werden die Betroffenen mit dem Objekt der Phobie konfrontiert und so ganz langsam mit den Spritzen vertraut gemacht. Und die Angst? Die nimmt mehr und mehr ab. Angelika Erhardt leitet die Ambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie in München. Und sie bietet am Max-Planck-Institut das Kurzprogramm zur Behandlung der Spritzenphobie an. Wie genau das funktioniert, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Wie läuft denn Ihre Therapiemethode genau ab? Welche einzelnen Schritte arbeiten Sie dabei ab mit den Patientinnen und Patienten? Die basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie. Die Pflichtanteile in dieser Therapieform sind, dass wir mit der Aufklärung über die Erkrankung beginnen und dann vor allem sehr schnell in die Konfrontationsübungen gehen. Das heißt, sich konfrontieren mit dem Reiz, der einem sehr viel Angst bereitet und der in der Regel auch zu Vermeidungsverhalten führt. Und dadurch lernen, mit der Angst umzugehen. Jetzt haben Sie ja von visuellen Konfrontationen gesprochen. Können Sie uns da vielleicht ein paar Videos zeigen und erklären, was den Patienten dabei so Angst macht? Die Videos stellen eine ganz normale Blutabnahmesituation beim Arzt vor. Und wir müssen auch vielleicht nochmal betonen, da sind Patienten, die extreme Ängste haben. Das heißt, oft können Menschen, die nur ein bisschen Angst vor der Blutabnahme haben, das gar nicht nachvollziehen. Aber allein dieser Stimulus, dass der Stauschlauch schon hier drin liegt und das könnte eben jetzt bald dazu kommen, dass eine Blutabnahme stattfinden kann, der führt bereits zum Anstieg der Angst- und Stressniveau beim Patienten. Es wird auch weiter die Situation entwickelt, wie eine ganz normale Blutabnahmesituation auch beim Arzt stattfindet und bleiben dann an den Stellen stehen, wo dann die Angst sehr stark wird, weil da müssen wir auch weiterarbeiten. Dann warten wir erstmal ab, fragen den Patienten, was passiert jetzt, welche Symptome kommen und gehen dann weiter. Wie geht es denn nach den Videos weiter? Was ist denn der nächste Schritt? Nach den Videos, das war, wie gesagt, dieser visuelle Reiz, ging ja tatsächlich auch
in vivo nennen wir das, also wir fangen wirklich am Patienten selbst zu arbeiten an und dann gehen wir zu diesen Nadelstichübungen und dann kommt sozusagen die Blutabnahme. Das ist das, was die Patienten natürlich am meisten befürchten bei uns. Sind die Patienten nach der Kurzzeittherapie dann auch so weit, dass sie sich impfen lassen wollen? Also die meisten Patienten, die zu uns kommen, wollen sich bereits impfen lassen, können es aber nicht. Und das ist das absolute Ziel. Deshalb haben wir auch das Programm jetzt wirklich sehr intensiv angeboten. Am Ende soll eine Impfung stehen und diese Impfungen können wir hier im Haus sogar anbieten. Fassen wir das Wichtigste noch einmal zusammen. Phobien fühlen sich in der Regel zwar genauso an wie Ängste, dabei steht die Angst aber meistens in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Gefahr. Vor Spinnen muss man keine Panik haben, zumindest nicht in Deutschland. Und auch Impfspritzen sind im Grunde genommen ganz harmlos. Viele Ängste sind schon angeboren, genetisch veranlagt. Wir reagieren intuitiv auf allgemeine Gefahren. Aber auch spezifische Ängste, wie die Angst vor Spinnen, stecken schon in unserem Erbgut. Außerdem lernen wir Ängste natürlich auch dazu, zum Beispiel wenn Eltern ihre Kinder vor vermeintlichen Gefahren warnen. Phobien entstehen also wahrscheinlich aus einem Zusammenspiel aus Genvarianten und Erlerntem. Phobien können, und das ist die gute Nachricht, behandelt werden. Oft hilft die direkte Konfrontation. Die Patienten werden behutsam an das angstauslösende Objekt oder an die entsprechende Situation herangeführt. Wenn ihr also das nächste Mal Angst vor etwas habt, obwohl keine wirkliche Gefahr besteht, dann lauft nicht gleich weg, sondern versucht euch dem Tier oder der Sache zu nähern und schaut mal, was passiert. Und ihr werdet feststellen, je öfter ihr das macht, desto geringer ist die Angst. Man muss nur sagen, bitte nicht bei einem Tiger oder bei einem Löwen ausprobieren, das könnte schief gehen. Welche Faktoren die Konfrontation mit einer virtuellen Spinne beeinflussen und wie die Technik für eine Behandlung eingesetzt werden könnte, das wird gerade am Max-Planck-Institut in München erforscht. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Habt ihr selbst Angst vor etwas? Und würdet ihr gerne mal bei einer psychologischen Studie mitmachen und etwas gegen eure Phobie tun? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und an dieser Stelle kann ich sagen, was meine Phobie oder naja, wahrscheinlich eher nur meine Angst ist. Es ist die Angst vor dem, was, wenn man im Wasser schwimmt, unter einem ist. Im Meer, aber auch an Seen finde ich das schon schwierig. Früher war das kein Problem für mich, aber inzwischen finde ich das schon komisch. Man weiß nicht, was ist da unten. Ja, finde ich irgendwie nicht so toll. Hatte ich auch schon ein paar Albträume. Und natürlich, was heißt natürlich, aber ich habe auch immer wieder Albträume davon, dass ich eine Mathe-Abi-Klausur schreiben muss. Habe ich immerhin zum Glück schon vor vielen Jahren hinter mich gebracht. So, und jetzt gerne eure Ängste unten in den Kommentaren. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.